Die legalen psychoaktiven Substanzen 1D, LSD und HHC werden wohl bereits im Februar 2024 verboten. Ich bin mit dieser Meldung etwas spät dran, aber immerhin droppe ich das Video vor dem Verbot. In der 59. Sitzung am 4.12. des Sachverständigenausschusses für Betäubungsmittel wurde das Verbot von HHC und 1D-LSD beschlossen und etwas später hier in diesem Ergebnisbericht der Sitzung veröffentlicht. Diese Gesetzesänderung für das Verbot muss noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Der nächste potenzielle Termin für diese Absegnung ist am 2.2. Wenige Tage später tritt das Gesetz dann meist auch bei der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Es könnte natürlich sein, dass 1D, LSD und HHC-Fans Glück haben und erst in der nächsten Bundesratssitzung darüber abgestimmt wird oder dass es etwas länger dauert, bis das Gesetz dann im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Aber worst case, aus der Sicht von den Leuten, die solche Substanzen mögen, werden sie nur noch wenige Tage legal sein. Das Gute an dem Ganzen ist allerdings, dass das Ganze dann nur im neue psychoaktive Substanzengesetz stehen wird und nicht im Betäubungsmittelgesetz. Was bedeutet, dass man nicht bestraft wird, wenn man das Zeug dann noch nach dem Verbot für den Eigenkonsum besitzt. Für die, die es noch nicht wissen, 1D-LSD ist eine legale Variante von LSD, weil 1D-LSD eine Prodrug zu LSD ist, was bedeutet, dass es im Körper zu LSD umgewandelt wird. Viele von euch haben bestimmt mein Video gesehen, wo ich 1D-LSD für das Fernsehen teste. HHC, ein Cannabinoid, was sehr ähnlich zu THC ist, habe ich ebenfalls für diesen Kabal getestet. Solche Drogen bilden natürlich sehr viele Gefahren, also schaut euch lieber die Erfahrungsberichte an, damit ihr die Drogen nicht selber nehmen müsst. Bald kommt, wie im letzten Video bereits angekündigt, mein Video, wo ich die MPU mache. Dauert aber noch etwas, weil ich gerade irgendwie ein bisschen Auszeit brauche und das Video verfickt stressig zum Schneiden ist.